Bayern hat endlich wieder einen König. Und wie jeder gute König, den wir gehabt haben, langweilen ihn die Regierungsgeschäfte und er genießt lieber die herrliche Alpenlandschaft. Und weil alles so wunderbar passt, fällt es auch gar nicht so ins Gewicht, dass es eigentlich gar nicht unser König ist, sondern der König von Thailand, Rama X. Wir sind hier vorm Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen. Das ist der Ort, wo sich König Rama X. Mutmaßlich in den letzten Jahren die meiste Zeit aufgehalten hat. Und wenn jetzt gleich ein schwarzer Van um die Ecke kommt, wo Leute raussteigen und mich vertreiben wollen, dann werde ich einfach das machen, was die meisten Journalisten vor mir auch schon gemacht haben. Ich werde hysterisch kreischen. Ich bin Presse! Ich bin freie Presse! Aber ansonsten bleibe ich konstruktiv und bespreche hier und heute einfach mal ein großes, gutes, solides Unternehmen aus der Heimat von König Rama X. Die Aktie ist in Deutschland handelbar und hat jetzt wieder Kurspotenzial. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ist es nicht herrlich in Garmisch? Ein Lärm wie in Bangkok auf der Sukhumvit. Kein Wunder, dass er sich da wie zu Hause fühlt, der thailändische König. Aber um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, naja, so genau weiß man das alles gar nicht so, wann er sich da aufgehalten hat in Bayern und warum. Und ja, es kann ja auch sein, dass er hier einfach gestrandet ist, dass er also ein Opfer war der strengen thailändischen Corona-Maßnahmen. Die können natürlich nicht einfach so Leute einreisen lassen wieder, die sich aufgehalten haben in so einem Hochrisikogebiet wie Deutschland, in dem derart ein Chaos herrscht, was die Corona-Politik betrifft. Thailand ist da wirklich sehr, sehr streng und hat dafür ja auch einen hohen Preis bezahlt. Das Land ist stark abhängig vom Tourismus. 20% vom Bruttoinlandsprodukt hängen da normalerweise auch ab vom Tourismus. Und der Wirtschaft geht es eben auch dementsprechend schlecht. 2019, vor Corona, da sind 40 Millionen ausländische Touristen gekommen. Dieses Jahr bis Ende August, da waren es nur 70.000. Und als Folge davon ist die Wirtschaftsleistung letztes Jahr ja schon um 6,1% geschrumpft und hat sich dieses Jahr auch nur wenig erholt. Und im dritten Quartal jetzt ist sie wahrscheinlich nochmal um 3,5% zurückgegangen zum Vorher. Kann sich jetzt aber wieder ändern, weil Thailand macht jetzt wieder auf. Seit dem 1. November können die Touristen wieder kommen aus mehr als 60 Ländern, darunter Deutschland, China und die USA. Und sie brauchen jetzt eben nur noch eine Impfbestätigung, einen PCR-Test und eine Nacht in Quarantäne. Und was für die meisten Thailand-Urlauber wahrscheinlich noch wichtiger ist, das Ausschankverbot von Alkohol in den Lokalen, das wird auch wieder aufgehoben. Und wenn das alles funktionieren sollte jetzt, dann gibt es auch eine gute Chance, dass sich die thailändische Wirtschaft jetzt eben auch wieder stark erholt, jetzt im vierten Quartal, was dann auch eine gute Einstiegschance sein kann bei der einen oder anderen thailändischen Aktie. Aber ganz kurz noch was in eigener Sache. Hier sehen Sie mich und die Zahl der Abonnenten vom Zukunftsmärkte-Kanal. Das ist der Stand vom Freitag. Wir sind ganz kurz vor dem Sprung auf die magische Marke von 25.000 Abonnenten. Ein großer Schritt für mich, ein kleiner Schritt für die Menschheit, kann man sagen. Aber Grund genug, um hier auch mal zu sagen, dass mich das selbstverständlich sehr, sehr freut und dass ich mich bei Ihnen, meinen treuen Zuschauern, dafür auch mal ganz herzlich bedanken will. Es ist völlig klar, je mehr Abonnenten man hat hier auf YouTube, desto mehr Chancen hat man natürlich auch, dass man wahrgenommen wird vom Publikum. Und ganz besonders würde ich mich jetzt aber natürlich freuen, wenn wir jetzt diese Woche diese Hürde auch reißen könnten. Diese Hürde von 25.000 Abonnenten. Wir sind kurz davor. Und als kleiner Anreiz für Sie, dass Sie auch den Kanal abonnieren, falls Sie es noch nicht gemacht haben,
Sobald ich 25.000 Abonnenten habe, gibt es von mir nicht mehr nur ein Video die Woche, sondern zwei. Das ist eine Steigerung um 100% innerhalb von einer Woche. Also einfach jetzt Kanal abonnieren, dann auch die Glocke drücken. Das ist dann die Benachrichtigung für Sie, auch wenn neue Videos da sind, weil dann verlieren Sie nämlich auch nicht den Überblick bei den Massen an Beiträgen, die ich hier produzieren werde in Zukunft. Und im Voraus natürlich schon mal ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, Öffnung für Touristen in Thailand wieder seit dem 1. November ist für Thailand positiv und ein Unternehmen, das davon sehr wahrscheinlich profitieren wird, das ist Thai Beverage oder Thai Bev. Ist ein thailändischer Brauereikonzern und Getränkekonzern und Thai Bev ist nicht klein. Der letzte Jahresumsatz, der war bei 250 Milliarden Baht, also ungefähr 7,6 Milliarden Dollar. Das war von Oktober 2019 bis September 2020, also im ersten Corona-Jahr. Und der Nettogewinn war bei 780 Millionen Dollar. Das wichtigste Produkt, ganz kleinen Moment, ich schaue mal in meinen Schreibtisch, in die Alkoholschublade. Das wichtigste Produkt, das ist Chang Bier, ist in Thailand die dominierende Biermarke, ist da allgegenwärtig. In anderen südostasiatischen Ländern gibt es Chang Bier auch, da ist es aber nicht so stark. Chang heißt Elefant und darum, ich hoffe, man kann es sehen, hier dann auch eben die zwei Elefanten unter einem lebensspendenden Quell, eine Fontäne oder ein Brunnen oder sowas. Aber was fast noch wichtiger ist bei ThaiBev, das ist das Spirituosenportfolio. Hier zum Beispiel der Mekong Whisky, berühmt, berüchtigt. Und sie haben noch viele andere Whisky-Marken. Blend 285 zum Beispiel, das ist für den asiatischen Markt im niedrigeren Segment. Und es gibt da eine große Palette auch. Also auch Wodka, Gin, Reisschnaps, chinesische Schnäpse, Kräuterschnäpse. Und was viele nicht wissen, sie sind auch ganz dick drin beim schottischen Whisky über die Tochter International Beverage Holdings. Die haben sich da also schon auch einiges in Schottland zusammengekauft. Speeburn, Balmenac, Glenflagler, Inverhouse, Glendrummond, Hankey Bannister und der bekannteste dann wahrscheinlich der Old Pulteney, den haben wir hier. Immer wieder wird er auch prämiert und empfohlen, das schottische Lebensgefühl, die unverfälschte Seele Schottlands, präsentiert von Thai Beverage. Und neben den alkoholischen Getränken, da gibt es auch eine ganze Palette nicht-alkoholischer Getränke, also Eistee, Limonaden, Wasser, Milchdrinks, Joghurtdrinks und Säfte verschiedene. Und außerdem betreibt Thai Beverage auch verschiedene Restaurantketten und ist auch Lizenznehmer bei Kentucky Fried Chicken. Das ist die Kursentwicklung, der 5-Jahres-Chart in Singapur-Dollar. Die Aktie wird aber auch in Frankfurt gehandelt. War die letzten Jahre schon ein bisschen lustlos und man muss auch sagen, vor 5 Jahren oder so, da war sie auch noch relativ teuer. Das ist ein Phänomen, das wir oft haben in den Schwellenländern bei Bieraktien und bei Getränkeaktien, dass die hohe Bewertungen haben, vergleichsweise hohe, vor allem bei den Blue Chips dann eben. Und wir sehen dann auch letztes Jahr Anfang der Corona-Krise den klassischen Kursrutsch, gefolgt dann von der klassischen Erholung wieder. Und dann aber ab dem ersten Quartal 2021 wieder ein Rückgang, weil sich da abgezeichnet hat, dass sich das hinziehen wird mit der Erholung von Covid-19. Und jetzt aber die letzten Wochen wieder ein Erholungsversuch und das eben auch sehr wahrscheinlich darum, weil sich diese Öffnung jetzt auch abgezeichnet hat. Und damit sind wir jetzt ungefähr bei einer KGV-Bewertung von 17. Ist immer noch nicht spottbillig, aber das war die Aktie nie. Es ist aber deutlich jetzt unter dem langjährigen Durchschnitt von der KGV-Bewertung her. Getrunken wird zum Glück immer und dafür braucht man in Thailand auch nicht die degenerierten Touristen, das schafft man schon selber.
Und darum ist auch bei Thai Beverage der Umsatz im ersten Halbjahr, also von Oktober bis März, nur noch um 4,3% zurückgegangen auf umgerechnet 3,9 Milliarden Dollar. Das in einer sehr schwierigen Zeit, wohlgemerkt. Und der Gewinn, und das ist besonders erfreulich gewesen, der ist sogar wieder um 7,6% gestiegen. Vor allem dank Kostensenkungen. Und in den ersten 9 Monaten dann, da gab es dann sogar auch schon wieder eine leichte Umsatzerholung zum Vorjahr und einen Anstieg vom EBITDA um 11,5%. Und das trotz einem deutlichen Preisanstieg bei Rohstoffen und bei Grundstoffen und bei Frachtkosten. Und interessant ist auch, womit da überhaupt Geld verdient wird. Das hier ist der Umsatzanteil der einzelnen Sparten im ersten Halbjahr. Und da sieht man schon, die alkoholfreien Getränke und diese Food-Sparte, das ist da vergleichsweise klein. Und die beiden richtig großen Blöcke, das waren einmal die Spirituosen mit 49% Umsatzanteil und dann noch das Biergeschäft mit 41%. Aber beim Nettogewinn, da sieht es dann völlig anders aus. Da sieht man, das große Geld wird fast ausschließlich verdient mit den Spirituosen. Das waren fast, Entschuldigung, 85%. Weil da sind die Margen anscheinend auch viel, viel höher als in den anderen Bereichen. Das Bier ist volumenstark, aber da bleibt viel weniger hängen. Und genauso die alkoholfreien Getränke und die Nahrungsmittel, die waren sogar defizitär im ersten Halbjahr. Was da nicht mit drin ist, das sind die Beteiligungen, die sind auch erheblich, darauf komme ich noch. Das ist jetzt nur das eigene operative Geschäft. Und was das Bier betrifft, da könnte es Hoffnung geben in Zukunft auch noch, weil dass man da die Margen doch noch steigern kann, weil wie gesagt, Grundstoffe und Transport und Distribution ist alles teuer im Moment. Dürfte auch erstmal so bleiben wahrscheinlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mittelfristig auch wieder zurückgeht. Oder aber, dass man diese Kosten früher oder später dann eben doch auf den Abnehmer, auf den Kunden auch weitergeben kann. Und es gibt auch noch das laufende Kostensenkungsprogramm, das ja im ersten Halbjahr auch schon relativ gute Erfolge gezeigt hat. Und bei den großen Volumen, die wir da haben im Bierbereich, da kann jedes Prozent mehr Marge auch viel ausmachen. Das erklärte Ziel von Thai Beverage, das ist außerdem die Expansion. 75% vom Umsatz werden in Thailand noch gemacht. Da gibt es 68 Millionen Menschen, aber in Südostasien insgesamt gibt es 600 Millionen Menschen. Das sind die Märkte, wo man hin will, schon länger. 2017 hat es einen großen Zukunftskauf gegeben, zum Beispiel, da hat ThaiBev eine Beteiligung von 54% gekauft an Sabeco. Das ist der große staatliche Bierkonzern in Vietnam gewesen, die Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation, das war damals eine Privatisierung. Es haben natürlich auch die großen westlichen Bierkonzerne mitgeboten, aber Thai Beverage hat das meiste geboten, 4,8 Milliarden Dollar und hat dann den Zuschlag gekriegt auch. Es war ein stolzer Preis, weil es in Vietnam ja im Moment auch nur so mittelprächtig läuft, aber ich glaube, mittelfristig war dieser Zukauf schon wegweisend. Trotz dem hohen Kaufpreis wird sich's wahrscheinlich auf lange Sicht auszahlen. Und dann hat es damals noch eine Akquisition gegeben in Myanmar, 75% von einer großen Spirituosenfirma da inklusive Vertriebsnetz für 1 Milliarde Dollar. Ob sich das noch lohnen wird, ist die große Frage, weil da ja in Myanmar, da ist ja die Lage ziemlich traurig, die politische Lage und alles andere auch. Konnte damals aber natürlich keiner wissen. 2017 war da ja noch die große Aufbruchsstimmung. Aber was man natürlich schon erwähnen muss, diese ganze Expansion in die anderen Märkte und natürlich auch in immer mehr Produkte und Produktgruppen auch, das hat natürlich Geld gekostet und das sieht man auch in der Bilanz. Es ist zwar ein hochprofitables Unternehmen nach wie vor und die Schulden sind auch zurückgegangen die letzten Jahre, aber am Ende vom ersten Halbjahr, da haben wir immer noch ein Verhältnis gehabt, Schulden zu Eigenkapital von 1,4. Und das Verhältnis Nettoschulden zum EBITDA, das war bei 3,9. Ist jetzt nicht bedrohlich, ist aber auch wirklich nicht wenig. Also damit ist jetzt die Aktie auch keine Substanzperle oder sowas, wo wir jetzt Milliarden von Nettocash in der Kasse hätten oder sowas, sondern es ist, naja, mein Gott, ein ganz normaler Konzern. Und auch die Dividendenrendite, die ist prognostiziert bei 2,7%. Ist auch okay, aber ist auch nicht weltbewegend.
Trotzdem ist mir die Aktie sympathisch. Wir haben einen soliden, großen Marktführer. Wir haben eine hervorragende Marktposition auf dem Heimatmarkt. Das ist ein sehr interessanter Markt. Wir haben Wachstum. Wir haben zwar kein explosives Wachstum natürlich, aber wir haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kontinuierliches Wachstum noch über viele, viele Jahre hinweg. Und Thailand und ganz Südostasien ja sind ja auch die nächsten Jahre von der Nachfrage her interessant. Und wie gesagt, man kriegt die Aktie jetzt zwar auch nicht nachgeschmissen und ich erwarte da auch gar keine Kursrallye oder sowas jetzt in den nächsten Jahren. Aber im historischen Vergleich, da ist die Aktie zurzeit eben relativ günstig und aus meiner Sicht ist es eben auch eine sehr defensiven Aktie, sehr defensive Aktie im Moment, wo ich vermuten würde, dass wir an einem Punkt sind, bei dem es jetzt wahrscheinlich wenig negative Überraschungen jetzt noch gibt, aber eine gute Chance auf ein paar positive Überraschungen jetzt dann doch, inklusive eben vom Kostensenkungsprogramm her und von der Markterholung durch die Rückkehr der Touristen in Thailand. Und was diesen Tourismus an sich betrifft, da ist es ja in ganz Asien im Grunde so, dass sich das jetzt alles schon sehr, sehr lang hinzieht mit der erhofften Erholung. Also wenn man bedenkt, wie groß am Anfang ja die Fortschritte waren bei Covid-19 in Asien und viele Anleger hat das natürlich enttäuscht. Und speziell auch was China betrifft, also auch da liegen ja die Touristikaktien richtig am Boden. Also Hotels, Reiseportale, Freizeitparks, alles eigentlich. Das kann aber auch eine Chance sein für die nächsten ein, zwei Jahre und speziell zu diesen China-Touristikaktien. Dazu gibt es diese Woche von uns einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir uns das in China mal genau anschauen. Weil irgendwann wird sich auch in China der Auslandstourismus wieder erholen. Der Inlandstourismus hat sich ja schon lange erholt. Und die Reports von uns, die sind wie immer gratis. Und dieser Report, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich einfach noch dafür ein, kurz auf www.zukunfts-märkte.de für den Report zu den China-Touristikaktien. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich normalerweise hier mein Chang-Bier aufmachen müsste oder mein Old Paltney und Ihnen hier zuprosten mal zum Ende vom Video. Ich habe das aber schon mehrmals gemacht, sowas, darum werde ich es heute auch nicht wieder machen, sonst halten Sie mich hier endgültig für einen Trinker. Ich berausche mich einfach an dem Gedanken, dass ich den Whisky steuerlich geltend machen werde als unentbehrliches Requisit für dieses Video heute. Und falls ich ihn aber doch aufmache die nächsten Tage, dann, wenn ich die 25.000 Abonnenten habe, um dann anzustoßen, selbstverständlich auf Sie, auf den neuen Abonnenten vom Zukunftsmärkte-Kanal. Und natürlich auch auf den König. Hoffentlich kommt er bald wieder nach Bayern. Wir brauchen jetzt zwar nicht zwingend einen König, aber irgendwas müssen wir ja auf die Souvenirs draufdrucken und auf die Biergläser, die wir verkaufen. Und Markus Söder, naja, was man so hört, der verkauft sich zurzeit nicht so gut. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.